Der ein oder andere hat ihn bestimmt schon erkannt. Matthias Fahrig, sonst eigentlich meistens aus dem Fernsehen. Heute ist er hier live mit dabei in der Hallemesse beim Feuerwerk der Turnkunst. Was zeigst du denn heute? Ja, ich werde nachher mit der Lokalgruppe hier ein kleines bisschen am Boden rumtanzen, rumturnen und hoffe natürlich, dass es den Zuschauern dementsprechend gefällt. Haben uns gut darauf vorbereitet und bin ich sehr gespannt, was draus wird. Was ist denn jetzt schlimmer, wenn man so eine Show turnt, also was ja eher dann zur Unterhaltung dient, oder wenn man irgendwo zur deutschen Meisterschaft, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft ist, ja, wo dann ja doch, wo es um Medaillen geht? Ja, ist natürlich eine sehr schwere Frage, weil wir, wenn wir Wettkämpfe haben, gibt es natürlich Kampfrichter, die unsere Übungen bewerten. Das gibt es hier nicht. Hier ist aber mehr die Show im Vordergrund und das heißt natürlich für uns, dass wir das, was wir vorbereitet haben, trotzdem sehr, sehr gut über die Bühne bringen müssen. Das soll ja letztendlich auch, sage ich mal, ein kleiner Ansporn für viele andere Leute sein, die hier sind, die vielleicht ihre Kinder dann eventuell zum Turnen bringen möchten oder auch nicht. Und das macht mehr Spaß hier, obwohl Wettkämpfe auch Spaß machen, aber hier ist wirklich so, dass der Leistungsdruck nicht so groß ist wie bei Wettkämpfen. Höre ich da vielleicht die zukünftige Karriere als Showturner raus oder hast du dieses Jahr doch noch eher Leistungsturn auf deinem Programm? Ah, ich kann mir gut vorstellen, dass jeder Turner eigentlich irgendwo in Richtung Show gehen kann, weil, wie gesagt, es gibt dort keine Kampfrichter, die das bewerten. Da kann man komplett eigentlich mal ausleben, was man möchte. Linie übertreten oder halt mal eine Drehung zu viel oder zu wenig. Das ist dort nicht so der ausschlaggebende Punkt. Klar kann man sich's vorstellen, ist halt die Frage, in welchem Rahmen und wie groß das Ganze dann irgendwo aufgezogen werden soll. Kleiner Ausblick, wie geht's für dich dieses Jahr weiter? Ja, ich werde morgen nach Chiembaum fahren zum Trainingslager zur erstmaligen Vorbereitung Richtung Europameisterschaft, die in, Ende April stattfinden wird. Und nach der EM gibt es dann noch eine WM, das ist aber eher dann am zweiten Teil des Jahres im Oktober. Und da ist erstmal wichtig, dass wir uns fürs Turnier der Meister Cottbus, dass wir uns dort ordentlich qualifizieren über Weltcups und dann halt die EM dementsprechend gut abschneiden werden. Mit wem musst du immer im Hotel in einem Zimmer schlafen von den anderen Jungs? Das kommt immer ganz drauf an. Also mal war es Marcel Nguyen, mal war es Fabian Hambüchen. Das kommt immer ganz drauf an, wie die Wettkämpfe so sind und welche Wettkämpfe man zusammen macht. Also bei Teamwettkämpfen starten wir mit 6 Leuten. Da sind 2-2 immer so aufgeteilt. Und dann, wenn es auf die Einzelgeräte gibt, dann gibt es nicht so viele, die noch Einzelgerätfinale haben. Da bleiben dann wirklich nur die Finalisten übrig. Und da kommt es immer ganz drauf an, wie die anderen im Vorfeld geturnt haben oder ich im Vorfeld. Aber sind alle artig, man kann mit allen leben. Ja, selbstverständlich. Also im Wettkampf ist wirklich so, dass jeder sein Zeug vom Kopf her schon so konzentriert im Kopf hat, dass er sich da nicht großartig ablenken lässt und auch nicht ablenken möchte. Und da ist das alles okay.